Vereinbarungsgemäß wartete Marvin, bis die beiden ihren Wein serviert bekamen und ihre Gläser hoben, um anzustoßen. Ein. Zum ersten Mal drückte er den Knopf der Fernbedienung, die er in seiner Hosentasche trug. Eva hielt in der Bewegung inne, ihre Lippen vor Erstaunen leicht geöffnet. Steffen jedoch tat so, als wäre nichts, ließ sein Glas sanft an das ihre klingen und trank. Marvin kippte den Rest seines Whiskys hinunter. Aus. Nur nichts überstürzen. Gib der Sache genügend Zeit. Er zwang sich, langsam bis 60 zu zählen. An. Nochmal zählen. Eva wurde unruhig, bewegte ihre Hüften hin und her. Aus. Oh ja, es gefiel ihr, das sah er ihr an. Was sie zu Steffen sagte, verstand er nicht. Das war aber auch nicht wichtig. Dieser schüttelte gerade den Kopf. Es war an der Zeit, seine Deckung aufzugeben. Es war an der Zeit, seine Deckung aufzugeben. Mit routinierter Gelassenheit rückte Marvin Krawatte und Jackett zurecht und ging ohne Hast hinüber. Einen schönen guten Abend. Während Steffen ihn nicht beachtete, hob Eva die Augen und taxierte ihn schnell von oben bis unten. Gefiel ihr, was sie sah? Ihre Wangen waren leicht gerötet, ihre Lippen glänzten. Oh ja, sie war erregt. Knopfdruck. Ein. Ein kurzes, kaum merkliches Zucken ihres Körpers. Die Vibrationen waren nicht zu hören. Evas Lippen bebten, als sie mit mühsamer Selbstbeherrschung seinen Gruß erwiderte. Guten Abend, bei uns ist alles in Ordnung. Vermutlich hielt sie ihn für den Inhaber, der seine Runde drehte, um die Gäste nach ihrem Wohlbefinden und ihren Wünschen zu fragen. Lächelnd erwiderte er, »Eine Verwechslung, ich bin auch ein Gast. Darf ich Platz nehmen?« »Nein, das ist unser Tisch.« »Ich weiß, eben deswegen bin ich hier.«